Dominik hier, moin. Im folgenden Video zeige ich euch, wie ihr Schriften, also Schriftarten, von eurem Mac auf euer iOS-Gerät installieren könnt. Wenn ihr zum Beispiel in Pages auf dem iPad etwas schreiben wollt und eine Schriftart euch fehlt, oder in Pixelmator beispielsweise und vielen anderen Programmen, die Schriften unterstützen, dann habt ihr die Möglichkeit, ganz einfach über den Apple Configurator euch Schriftarten auf euer Gerät zu installieren. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ihr öffnet zunächst mal den App Store und sucht euch den Apple Configurator 2 raus. Den installiert ihr euch und startet diesen im Anschluss. Mein iPad ist hier angeschlossen und ich habe es freigeschaltet und befinde mich im Home-Bildschirm. Das ist die Ausgangslage. Um Schriften zu installieren, gehe ich auf Ablage, neues Profil und das Ganze benenne ich jetzt mit Schriftarten. Ihr könnt das auch anders benennen, solltet ihr noch mehr Einstellungen tätigen wollen, wie zum Beispiel Zertifikate, wie ich es in meinem letzten Video gezeigt habe, wie ihr Zertifikate für E-Mail-Adressen installieren könnt, könnt ihr das natürlich auch Schriften und Zertifikate nennen. Die ID hier lasse ich, wie sie ist. Genau wie die ganzen anderen Einstellungen. Ihr könnt das optional ausfüllen, müsst das aber nicht. Im Anschluss gehe ich hier auf Schriften und klicke auf Konfigurieren. In meinem Homefolder von Jutta wird im Moment mein Library-Ordner nicht angezeigt. Diesen lasse ich mir anzeigen. Ich klicke zunächst auf Abbrechen, öffne mir ein Finder-Fenster, rechte Maustaste, Darstellungsoptionen einblenden und sage dann Ordner Library anzeigen. Ich möchte das als Standard für mich jetzt verwenden und schließe mir das wieder. Finder kann ich auch schließen und gehe jetzt auf Konfigurieren. Nun wird mir mein Library Ordner angezeigt und darin finde ich meinen Fonts Ordner. Da sind jetzt nur 4 Schriftarten drin, das kann es ja nicht sein, aber das sind meine am Mac hinzugefügten Schriftarten, die ich jemals zu meinem Mac hinzugefügt habe. Dort findet ihr vielleicht die, die ihr sucht, und wenn nicht, fügen wir die aus dem System gleich hinzu. Ich möchte jetzt diese Schriftart installieren, drücke auf Plus, installiere mir noch eine, nochmal Plus, diese hier auch und diese hier auch. Damit habe ich meine 4 Schriftarten aus dem Benutzerverzeichnis installiert und nun möchte ich Systemschriftarten hinzufügen. Dazu klicke ich wieder auf das Plus und wenn ich hier in der Seitenleiste meinen Mac nicht finde, dann lasse ich mir im Finder unter Einstellungen, Seitenleiste, meinen Mac hier einmal anzeigen. Ich klicke also auf meinen Mac, gehe auf die Macintosh HD, Library und dort in den Ordner Fonts. Und hier habe ich jetzt alle weiteren Schriftarten, die ich auf meinem iPad installieren kann. Diese hier beispielsweise und diese hier. Bin ich damit fertig, sage ich Ablage sichern. Das Ganze möchte ich nicht in meinen Fonts sichern, sondern in meinen Dokumenten. Erstelle mir einen Ordner, der heißt Profile und da möchte ich es reinsichern. Damit kann ich das Fenster hier schließen. Klicke mit der rechten Maustaste auf mein iPad. Sage hinzufügen, Profile und füge nun das Schriftartenprofil hinzu. Alternativ könnt ihr doppelt auf das Gerät draufklicken, Profile und hier einfach hinzufügen sagen. Nun schaue ich mir das Ganze mal an meinem iPad an. Ich gehe in die Einstellungen, gehe auf Allgemein und hier unten Profile. Ich habe nun 3 Profile, einmal von meiner Kamera, einmal die Schriften und Zertifikate und einmal das jutta@idomix.de, was wir in dem letzten Video für unsere E-Mail-Adresse installiert haben. Und wenn ich nun in die Schriften und Zertifikate gehe, kann ich auf Mehr Details gehen und ihr seht hier, ich habe all meine Schriften installiert, die ich so benötige. Viel mehr müsst ihr nicht machen und nun habt ihr auf eurem iOS-Gerät die Schriftarten zur Verfügung, welche ihr eben im Apple Configurator 2 hinzugefügt habt. Schließt ein weiteres iOS-Gerät hier an und ihr könnt die Schriften auf das andere Gerät installieren. An dieser Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!